Es ist mir die liebste Woche im gesamten Jahr. Ich habe das Rival Loves Me Sortiment 2024 hier für euch. Und hier sind Knallerprodukte drin, für die wir gebetet haben. Die Make-up-Göttinnen von Drossmann haben uns erhört. Und ich zeige euch alle Produkte, die es gibt. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es sind mir die liebsten Videos. Es sind die Videos, auf die ich mich freue, auf die ich mich Wochen, Monate, ja fast schon ein ganzes Jahr freue. Denn ich habe hier das Rival Loves Me Sortiment und ich dachte mir, es lohnt sich wirklich ein Video, beziehungsweise sogar zwei Videos dazu zu machen, weil hier einfach so viele Produkte drin sind, von denen ich vermutet habe, dass sie ins Sortiment kommen. Viele Produkte, die mich einfach extrem überrascht haben. Und ich dachte mir, wir teilen das Ganze auf. Heute ein Video und am Mittwoch ein Video. Beide Videos einmal in voller Länge mit vollen Produkten, weil hier viele Produkte drin sind, die einfach mehr Zeit beanspruchen. Ganz wichtig zur Transparenz, ich habe mit Rossmann für ein Reel zusammengearbeitet, was aber auf dem Rossmann Instagram-Kanal gepostet wurde. Die beiden YouTube-Videos haben damit nichts zu tun. Ich kann euch hier einfach auch noch viel, viel mehr Produkte zeigen. Aber es sind wirklich viele Kracher mit dabei. Und wir werden es auch dieses Mal so machen, dass wir auch in diesem Video eine kleine Verlosung mit dabei haben. Zählt einfach die Emojis in diesem Video und schreibt sie mir in die Kommentare und wie ich euch erreichen kann. Und ich schicke dann einer Maus von euch einen 100 € Rossmann-Gutschein. Den habe ich selbst bezahlt, damit hat Rossmann nichts zu tun. Ich bin wirklich sehr gespannt, weil einfach, also ich kenne ja die Mädels von Rival Loves Me und ich weiß, wie hart diese Frauen arbeiten das ganze Jahr über und wie weit voraus sie arbeiten. Und das ist etwas, was man im Alltag, glaube ich, gar nicht so mitbekommt, vor allem, wenn man die Produkte nur kauft und nicht mit einer Marke zusammenarbeitet. Ich weiß einfach, wie viel Arbeit und Zeit in diese Produkte geht und deswegen ist es auch so ein, ich glaube, das versteht ihr. Es ist mir auch so ein Anliegen, das dann auch so ein bisschen zu wertschätzen, indem ich dann auch einfach ein Video dazu mache, auch wenn es keine Kooperation ist oder so. Ihr wisst es, ich liebe Rival Loves Me. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis mehr. Dieses Video hat aber nichts mit unserer Zusammenarbeit zu tun. Ich habe meine Base schon drauf, denn für die Base habe ich bisher nichts gefunden, was ich benutzen könnte an Primern, Foundation oder Concealer. Dafür aber, es wird ein bisschen komplizierter jetzt, sehr viele verschiedene Bronzer und Contouring-Produkte. Es sind 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Arten an Bronzing- oder Contouring-Produkten. Ich muss es so ein bisschen aufteilen, weil ich habe nur ein Gesicht. Das heißt, wir sehen jetzt in dem Video einen Teil und wir sehen im nächsten Video einen Teil. Wir starten aber heute einfach schon mal mit dem Kracher, weil ich weiß, dass viele darauf gewartet haben. Und es ist jetzt im Standardsortiment und das ist der Cream Cushion Bronzer. Der ist in einer Verpackung, die uns bereits sehr bekannt ist und sehr geläufig ist und die auch viele mögen. Wir haben hier hinten einen Schwämmchen-Applikator. Wir können rausdrücken und dann kommt das Produkt auch schon raus. Und ihr habt hier eine recht besondere Textur. Die ist so ein bisschen wässrig. Die ist nicht so super, super cremig, was dafür einfach sorgt, dass man es sehr, sehr gut verblenden kann. Ich trage mir das jetzt erstmal auf den Handrücken auf. Dann kommt das Produkt auch sehr gleichmäßig hier raus. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme jetzt erstmal einen Pinsel und arbeite mir das Produkt in den Pinsel rein. So habe ich ein bisschen gleichmäßiger das Produkt verteilt und kann dann einfach hier rüber stempeln. Ich habe einige Produkte schon häufiger benutzt die letzten Tage und kann euch damit natürlich auch einfach ein bisschen mehr Informationen geben. Ihr habt ein sehr gleichmäßiges Ergebnis. Das ist nicht zu kalt, das ist nicht zu warm, sondern das ist so ein richtig schöner, natürlicher Tint. Durch die Textur davon, ich merke schon, ne, ihr merkt das, ich habe die Produkte halt schon benutzt. Durch die Textur davon lässt es sich sehr, sehr gut auftragen, weil es so ein bisschen wässrig ist. Wenn ihr ein zu dickes Cremeprodukt habt, wirkt das eher wie eine zweite Schicht. Durch diese wässrige Textur lässt sich das Ganze sehr, sehr gut einblenden und ihr habt ein sehr weiches Ergebnis auf der Haut. Ganz, 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 ganz toll, dieser Bronzer. Es gibt den Contouring Stick, den gab es so ja schon mal, den gibt es jetzt aber in einer anderen Farbe und zwar 03 Ashy. Wir haben einmal hier einen Concealer-Teil und einen Contour Stick. Den swatche ich euch einmal hier. Eine sehr, sehr kühle Farbe. Den kann ich mir einmal hier unten hinsetzen und dann auch einfach ausblenden. Ist eine deutlich, deutlich kühlere Nuance und demnach ein Contouring-Produkt. Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Wir arbeiten gleich mit Concealer einmal nach. Die mochte ich sehr, sehr gerne. Es sind einer der beliebtesten Contouring-Produkte aus der Drogerie. Aber den Concealer-Stick hier hinten, den habe ich noch nicht benutzt. Sehr cremig. Damit gehe ich jetzt einfach in dieser Dreier-Konstellation einmal rüber. Blende das so ein bisschen aus. Kann hier dann gleich noch so ein Stückchen highlighten. Es ist übrigens, ich sehe jetzt keinen Schimmer da drin und habe ein extrem geliftetes Gesicht. Ich glaube, man sieht es im Vergleich sehr, sehr gut, wie
weich das Ergebnis ist. Man kann dann hier einfach immer noch so ein bisschen rübergehen. Das ist ein, also das kennen wir schon, ne? Das ist jetzt keine große Überraschung gewesen, das kennen wir schon. Das ist natürlich nochmal was ganz anderes. Die Textur im Farbvergleich wäre vielleicht auch nochmal spannend. Seht ihr schon, ne? Das warme ist der Bronzer, das andere ist der Contour Stick. Ganz unterschiedliche Farben. Es gibt aber noch etwas anderes und darüber habe ich mich persönlich gefreut, weil ich damit gar nicht gerechnet habe. Wir hatten letztes Jahr im Sortiments-Update diese Cream Blush Palette mit 5 verschiedenen sehr, sehr guten Farben. Die gibt es jetzt auch als Contouring Palette mit 5 bzw. 4 Contouring und einem recht hellen Highlighter-Ton. Extrem viele Farben, egal welche Hautfarbe. Ihr habt hier wirklich viele verschiedene Möglichkeiten, Farben auch zu mischen. Diese Farbe hier, die habe ich da auch schon benutzt, die ist extrem kühl. Also die perfekte Contouring-Farbe. Boom. Und dann nach oben ausblenden, hier runter, fertig. An der Nase kann man auch so ein bisschen mischen, dann hat man ein bisschen mehr Farbe, ein bisschen was Wärmeres, ein bisschen was Kühleres. Ich glaube, da muss man jetzt erstmal so ein bisschen schauen, welche Textur eignet sich für einen selbst am besten. Ich finde es aber ganz gut, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, ne? Entweder du magst einen Stick, du magst so eine Palette, die ist natürlich ein bisschen praktischer, weil du da einfach viel mehr Möglichkeiten hast. Oder du willst halt super, super trendy sein und hast dann einfach hier diese Contour-Sticks. Die Contour-Sticks gibt es selbstverständlich aber auch als Blushes und als Highlighter. Highlighter habe ich noch nicht benutzt. Wir haben hier einmal den Cream Cushion Blush in der Farbe Pink. Ist noch ein frisches Döschen. Das ist ein Hot Pink. Wow. Ein sehr, sehr heller Ton. Und in der Farbe Rosewood ist ein bisschen reduzierter. Ich gehe jetzt mal mit Rosewood auf meinen Handrücken. Ich arbeite bei diesen Texturen am liebsten in der Hand. Einfach weil die Produkte ja doch teilweise schon sehr schnell sehr pigmentiert sein können. Es sind auch hier wieder diese wässrigen Texturen. Und damit gehe ich einfach hier rüber und habe auch hier wieder diesen wässrigen Look. Der Vorteil von diesen wässrigen Texturen ist, dass ihr einfach einfacher damit arbeiten könnt. Ihr seht, das färbt so ein bisschen die Foundation ein. Nicht eure Haut, sondern nur die Foundation und hinterlässt diesen wässrigen Look. Es verdunstet gleich und dann hält es auch sehr, sehr gut. Ein bisschen auf die Nase, unter die Augen, auf die Stirn, fertig. Und ich weiß, es klickt sich natürlich besser, würde ich jetzt sagen, es ist Charlotte Tilbury Dupe. Ist es nicht. Es sind andere Texturen, es ist auch ein anderes Finish. Die Verpackung ist einfach nur gleich. Was aber nicht heißt, dass das irgendwie schlechter ist, sondern ihr habt hier, ihr habt es ja gesehen, ein sehr schnelles, sehr einfaches Ergebnis. Und das dürfen wir nicht vergessen, wirklich sehr, 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 sehr günstig. In dem zweiten Video zeige ich euch dann die Bronzer und Contouring Sticks. Das sind eher so etwas dickere Sticks, auch sehr, sehr cremig. Die seht ihr dann am Mittwoch. Also abonniert unbedingt den Kanal und aktiviert die Glocke, dass ihr am Mittwoch um 18 Uhr die Videos nicht verpasst. Wie schön sieht die Base aus? Auch jetzt wird wild, weil wir jetzt so viele verschiedene Produkte haben. Wir probieren uns jetzt einfach so ein bisschen gemeinsam durch. Ich habe noch nicht alle benutzt. Ich trage mir jetzt erstmal ein bisschen Concealer auf. Blend das Ganze aus. Und habe prinzipiell eigentlich schon ein spektakulär schönes Ergebnis, oder? Seht ihr, wie weich diese Produkte sich alle verblendet haben lassen? Probiert mal wirklich, das ist ein kleiner Trick, den ich euch mitgeben möchte. Probiert mal wirklich Pinsel, die nicht unbedingt für das Produkt gemacht wurden. Also das ist jetzt beispielsweise ein Puderpinsel. Ich finde, Cremetexturen lassen sich damit aber auch einfach viel, viel weicher und viel, viel gleichmäßiger auftragen. Worüber sicherlich sich einige Mäuse freuen werden, ist das Under Eye Baking Powder in Pink. Auch das ist jetzt im Standardsortiment. Das kennen wir schon aus Limited Editions. Es hat einen richtig schönen pinken Touch, aber nicht zu pink, dass er aussieht wie Peppa Pig. Ich nehme Microfiber Multitool Mini, arbeite mir das erstmal hier rein und kann dann einfach direkt unter meine Augen gehen. Und ihr seht, glaube ich, direkt den weich gezeichneten Look. Ein bisschen auffällend, pornminimierend. Ich probiere jetzt natürlich die Produkte, die wir schon so aus AEs oder so kennen, jetzt nicht noch unbedingt groß zu besprechen. Dafür kennen wir die Produkte jetzt eigentlich schon. Aber ihr seht das, ne? Hat schön ausgeglichen, hat ein bisschen aufgehellt und sieht sehr gut aus. Unspektakulär, aber es ist da. Was es jetzt auch gibt, ist das Fixit Matt Puder. Das ist jetzt auch nicht so spannend. Das ist einfach ein transparentes, mattierendes Puder. Lässt sich einfach sehr, sehr gut grobflächig benutzen. Mattiert, fixiert. Weiß ich jetzt nicht, was ich dafür groß sagen soll. Es ist einfach mit neu dazu. Transparentes Kompaktpuder fixiert und mattiert das Make-up. Er lässt sich gleichmäßig auftragen und verblenden für einen ebenmäßigen Tag. Worüber ich mich persönlich extrem gefreut habe, ist das hier. Das ist das Soft Illuminating Loose Powder. Das ist ein Finishing Puder mit Glow. Alle Achtung, das ist glitzerig, das ist nicht glowy, das ist glitzerig. Eine ganz, ganz kleine Menge reicht aus. Also wirklich eine ganz, ganz kleine Menge. Und auch eher grob.
Das ist ein glitzeriges Puder. Also wer grobe Glitzerpartikel nicht mag, für den ist dieses Puder definitiv nichts. Was aber ganz toll an diesem Puder ist, ich habe jetzt nicht so viel Dekolleté irgendwo bekommen. Aber du kannst das so ein bisschen auf dein Dekolleté tragen und dann reflektiert das alles. Muss man mögen, ich mag das persönlich sehr, sehr gerne. Wenn man nur so einen Hauch an Schein haben möchte, dafür ist das perfekt. Ihr seht das, glaube ich, auch jetzt hier im Unterschied, ne? Hier ist es unfixiert, hier ist es fixiert. Du kannst damit fixieren, es ist aber nicht matt, matt, ne? Also, das ist so. Ich glaube, das müsst ihr euch mal anschauen. Ich kann euch diese Glitzerpartikel hier drin nicht einblenden. Die sind einfach da. Die sieht man auch. Finde ich jetzt persönlich aber gar nicht schlecht. Auf dem Körper mag ich sowas ganz gerne. Im Gesicht muss man einfach schauen, ob man das mag. Aber, stopp, 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 stopp. Es gibt ein Produkt. Ich habe schon wieder vergessen, dass es das mal in der EE gab und dass es jetzt da ist. Das ist das Soft Radiance Finishing Powder. Und dieses Ding ist ein Volltreffer damals gewesen. Das ist ein Universal-Finishing-Puder für das gesamte Gesicht, für einen unwiderstehlichen Glow mit Weichzeichner-Effekt. Als letzten Schritt auf das Make-up auftragen, verleiht es dem Gesicht ein perfektes Foto-Finish. Man denkt, es ist ein Highlighter. Es ist aber so ein Hybrid aus Fixierpuder und Highlighter. Und wenn du das auf dein Gesicht gibst, also ihr seht jetzt, wie matt meine Stirn ist, rüber, boom, Bewegung. Das erinnert mich so ein bisschen an den Highlighter, den ich mit Rival Loves Me hatte. Aber noch ein bisschen feiner, nicht ganz so glitzerig, sondern einfach nur so ein richtig Wet Skin Look. Ganz, 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 ganz toll. Freue ich mich riesig, dass es jetzt da ist. Was ich damit immer ganz gerne gemacht habe, ist, wenn ich keinen Lidschatten tragen wollte, ein bisschen Bronzer in die Lidfalte und dann diesen Ton einfach aufs bewegliche Lid. Das hält das Ganze so ein bisschen auf und das bringt das Ganze zum Reflektieren. Ohne diese groben Glitzerpartikel. Ne? Highlighter haben oft das Problem, dass sie so grobe Glitzerpartikel mit drin haben. Das habt ihr hier nicht. Also ihr habt hier ein sehr weich gezeichnetes, aber trotzdem glänzendes Ergebnis. Ich habe hier noch gar nicht fixiert, sehe ich gerade. Habe ich auch noch was. Und zwar das hier, den Brow Laminator. Verklagt mich nicht, zeigt mich nicht an, aber aus meiner unwissenden Meinung heraus würde ich sagen, dass das Produkt doch sehr, 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 sehr ähnlich, sehr bekannt mit dem von der guten Anastasia ist. Augenbrauen, fertig. Was soll ich sagen? Also, ich sage nichts. Ich zeige es euch einfach. Wir haben auf dieser Seite den Brow Laminator von Rival Loves Me. Und, ach, guckt mal. Ich habe das hier noch gefunden. Wir probieren jetzt das einfach. Das habe ich schon so lange nicht mehr benutzt. Von Anastasia. Ja, zufälligerweise kennen die Produkte sich vielleicht. Ne? Das ist natürlich Roségold, das ist ein Silber. Es ist ein ganz klarer Unterschied. Ein ganz klarer Unterschied. Es gibt aber noch ein Produkt. Ich habe jetzt natürlich schon beide Seiten gemacht. Das ist das hier, das ist der Brow Glue. Den benutzen wir dann am Mittwoch. Aber ich dachte mir, wir schminken einfach mal noch was Schnelles auf die Augen. Und da habe ich zwei Lidschattenpaletten für euch. Einmal die Ruby Chocolate Palette, die aussieht wie eine zweigesichtige Palette. Und die Candyland Palette benutzen wir am Mittwoch. Die Ruby Chocolate Palette ist recht schön für den Alltag. Ihr habt so ein paar braunere, kühlere Töne, aber auch ein bisschen was Warmes, was Pinkes, verschiedene Texturen von Glitter bis Matt und so semi-matte Töne sind alles mit dabei. Die probieren wir aus. Ich starte erstmal. Ich hänge noch so ein bisschen bei den Augenbrauen, ne? Aber ist ja schon, also. Ich starte mal mit einem fluffigen Pinsel und gehe hier in die Farbe Perfection. Das ist so ein leichter pinkiger Ton, um erstmal hier vorne alles so ein bisschen vorzubereiten und mische schon gleich so ein bisschen Foxy mit rein. Für einen leichten Blend. Ich möchte heute einen ganz leichten romantischen Look machen. Mit einem großen fluffigen Pinsel, dass ich nicht zu viel auf dem Lid habe. Das sind ja so meine Looks, ne? Diese ganz dezenten, ganz zarten. Mit einem kleineren Pinsel gehe ich in die Farbe Lovely und presse mir das komplett auf mein bewegliches Lid. Ihr könnt auch einfach den Finger benutzen, wenn ihr wollt. Aber die Farben sind schon sehr, sehr gut geworden. Ne? Also das ist, wenn man mal überlegt, muss man ja auch mal sagen, wenn man so vor 4 Jahren geschaut hat, wie die Lidschatten von Rival de Loop Young damals ja noch und Rival de Loop waren. Ich glaube, man muss einfach, es vergessen halt immer viele, ne? Was kostet die Lidschattenpalette? 4,99 €? Du kaufst nicht Natasha Denona.
Ich finde die auch ehrlich gesagt nicht langweilig. Ich dachte mir, als ich die Verpackung gesehen habe, so Ruby Chocolate ist vielleicht ein bisschen zu langweilig. Finde ich persönlich jetzt gar nicht, weil du einfach viele Möglichkeiten hast, um verschiedene Looks zu machen. Ich will es jetzt aber mal kurz dabei belassen. Gehe jetzt hier nochmal in den Ton Ruby Sparkle rein. Das ist so ein Semi-Matt, ist ganz spannend. Für so ein bisschen Bewegung. Ja, wir könnten eigentlich noch ein bisschen mehr vertragen. Das sind verschiedene, das ist ganz spannend. Das ist eine ganz komische Textur, die ein bisschen gröber ist. Also, das ist so ein paar grobe Glitzerpartikel mit drin und auch ein paar kleine. Und je nachdem, wie du es aufträgst, hast du dann natürlich auch ein anderes Ergebnis. Oder wir gehen in die Farbe Toffee für so ein Highlight. Na, ich will jetzt einen leichten Look zaubern. War zu viel. Was willst du? Was willst du? Was sehr gut funktioniert hat letztes Mal, ist die Farbe Espresso als Liner. Und jetzt seht ihr auf die Entfernung natürlich auch schon mal so ein bisschen was Neues. Ich gebe mir mal ein bisschen Bronzer auf. Ich benutze jetzt nicht den losen Bronzer hier, den das Chocolate Bronzing Loose Powder, sondern einen anderen, weil wir den am Mittwoch benutzen. Oh nein! Schaut mal, was passiert ist! Seht ihr das? Diese Würstchen? Welche Seite war das denn? Das war die roségoldene Seite. Haben wir hier nicht. Das ist mittlerweile, na, ist ja auch eigentlich, ist ja wirklich ein Eiertanz, ne? Was man sagt und was man nicht sagt. Aber wenn ihr schon so schön nah dran seid. Ich glaube, dieses Produkt wurde nur für mich gemacht. Ich glaube da ganz, ganz fest dran. Und zwar gibt es die Mighty Volume Mascara in Brown. Und zwar in einem richtig, richtig schönen, warmen, schokoladigen Braun. Ihr wisst es, ich suche eine braune Mascara. Und habe hier eine sehr, sehr braune Mascara. Sieht man jetzt natürlich nicht. Aber wir sind der Farbe schon sehr nah dran. Und dass es das überhaupt jetzt mal in der Drogerie gibt, ist krass. Das muss ich aber auch dazu sagen, das ist eine Mascara, die macht sehr dicke Wimpern. Also das ist nicht so diese. Ich persönlich, weil ich ja immer so ein sehr zartes Make-up mache, will immer eher ein bisschen weniger. Die macht sehr, sehr lang. Ihr seht es, das war so viel Wimperntusche, dass es jetzt gerade schon mal kurz ein bisschen abgestempelt hat, weil es einfach noch eine sehr frische Mascara ist. Die macht sehr dicke, sehr voluminöse Lashes. Ich glaube, es ist auch eine neue Formulierung und ein neues Bürstchen. Mascara vielleicht optisch ein All-Over-Panorama-Effekt. Die elegante Gummibürste sorgt für eine schnelle Modellierung der Wimpern. Ist eine gute Mascara, sie schmiert nicht, außer ich habe jetzt halt runtergeguckt, deswegen hat sie jetzt so ein bisschen geschmiert. Sie bröckelt aber auch nicht. Du kriegst sie gut ab, aber nicht so, du musst in Nebel kommen und dann ist alles weg. Was mir ein bisschen fehlt persönlich in dem Update bisher sind Blushe, sind Lippenprodukte. Deswegen gehe ich jetzt hier einfach nochmal mit diesem Blush einmal auf die Lippen und habe, also, ne, kannst du nichts sagen. Ein wunderschönen Look. Ich bin sehr gespannt auf die anderen Produkte. Das habe ich mir so ein bisschen aufgehoben, weil ich da eher Probleme gesehen habe, wie beispielsweise diesen Chocolate Bronzing Powder. Da bin ich sehr gespannt, wie das Ganze funktioniert. Und auch bei der anderen Lidschattenpalette, dem anderen Brauenprodukt. Es gibt nur noch einige Produkte, die wir benutzen können. Ich bin sehr gespannt, wie euch dieser Teil des Updates gefallen hat. Ich hoffe, ihr habt alle Emojis gefunden und seid ganz gespannt auf das Update. Ich freue mich, wenn ihr am Mittwoch wieder zur selben Zeit am selben Ort einschaltet. Passt auf euch auf. Bis Mittwoch. Tschüss.